Minute 60. Emmy Wilke trifft zum 3:0. Zwei Minuten später gelingt der 14-Jährigen der nächste Treffer. Es folgen drei weitere. Endstand TSV Gilching-Aggelsried 8, SV 67 Weinberg 0. Fünfmal trifft Emmy insgesamt innerhalb von nur 12 Minuten. Wenn man mit Spaß dabei ist und einfach der Mannschaft möglichst viel helfen will, dann schafft man das. 5 Tore, für Emmy kein Grund abzuheben. Seit 7 Jahren spielt die Schülerin im Verein. 3-mal die Woche trainiert sie bei Wind und Wetter. Da ist sie wirklich eine Vorzeigespielerin. Jetzt am Montag hat sie eine Stunde vor dem Training noch mal extra trainiert. Heute war sie eine Stunde vorher da, hat Gas gegeben. Also wenn man so ehrgeizig ist, dann kann man natürlich auch da was erreichen. Inzwischen zählt Emmy zu den besten 22 U16-Spielerinnen Bayerns. Ziel der Zehntklässlerin? Profi werden. So ab der 4. Klasse habe ich schon zu meinen Lehrerinnen gemeint, so ja, wenn ich in der nächsten Schule nehme ich den sprachlichen Zweig, damit ich mich dann mit den Profis unterhalten kann in anderen Sprachen. Ja, das war schon ziemlich früh mein Wunsch. Übrigens hätte Emmy noch ein 6. Mal treffen können, spielte aber ab. Teamplayer mit Torriecher.